Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Mass Effect Andromeda. Wir treffen uns mit Reyes hier in diesem wunderbaren Rückerversteck. Wollen wir vorher noch mal oben drauf gucken? Ich schaue mal auf die Karte. Gibt es hier noch irgendwas? Karte behauptet nein. Gut, dann gehen wir da auch nicht drauf. Reyes should be here. I detect no sign of Mr. Vidal, Pathfinder. Shall we proceed without him? That's not... Don't move. No. Were we too loud? Shut up. Farrell will deal with you. Ja, läuft komisch, so wie ausgekugelte Hüfte. I don't need to tell you what happens next. Ja, reden wir doch drüber. Settle down. We only came to talk. We don't talk with outsiders. You'll bleed, just like the others. So it's true. You murdered innocent people. Invaders and sympathizers are not innocent. I will protect my home. Helios gehört ihnen nicht. Sie waren zumindest zuerst hier. Don't let your hate poison you. We can coexist. Like here on Kadara. Sloane lies to my people and uses them for power. I'm not Sloane. You are all the same. Not so fast. You're late. I've got a good reason. You'll see in three... Don't just stand there! Two... Kill them! Zu früh. Still mad? Ja, geht so. Die! Ah, wackeln. Reloading! Oh, Scharfschütze. Nice. Was wackelt der denn so? Unglaublich. Sie sind stabil. So, waren es alle? Für einen Moment. So, wir sollen da raus. Ja, aber erstmal wollen wir uns hier umschauen, oder? Sehen, ob es hier was Spannendes gibt. Eine adaptive Optik. Achso, ich wollte gerade sagen, ist Race schon abgehauen? Nein, ist noch bei uns. Uch, das verzweigt sich hier aber ziemlich. Die hier ganz andere Tageslichtgeneratoren? Nee, ne? Ich glaube, das sind gar nicht so eine vollen Generatoren, wie die normalerweise haben, die Angara. Oh, da ist doch was. Ja, hier hinten ist alles leer, da stehen halt nur ein paar Behälter rum. Schade.
eine Menge verschwendetes Potenzial hier wieder. Ja, nicht hängen bleiben hier. Ja, da rennt man einmal los, ne, und sofort bleibt man hier an der nächsten Kante hängen. Super. Oh, Datenpad. Da sehen wir einen an. Persönliches Log von Farah Noskos, neuer Eintrag. Heute habe ich gesehen, wie einer von uns mit dieser widerlichen blauen Barkeeperin im Hafen geflirtet hat. Ich musste mich beherrschen, ihn nicht aufzuschlitzen, bis er aus dem Laden gestolpert ist. Sobald wir genug Rekruten haben, muss der gesamte Planet von dem Alien-Abschaum und allen Sympathisanten gesäubert werden. Ah, das war der Tote, den wir da gefunden hatten. These logs prove they came here for recruits, then started killing the locals. And now they're dead. Don't you love a happy ending? Geht so. Das war der erste Tote, den wir da gefunden haben, ne? Direkt vor der Bar quasi. Ja, warum haben die sich eigentlich die Mühe gemacht? Ja, diese Höhle hier so riesig zu modellieren. Und dann haben sie hier nichts reingesetzt, oder ist es einfach so eine Standardhöhle, die sie fertig hatten? Hm, keine Ahnung, merkwürdig. So, gehen wir mal raus und hören, was Reyes uns dort zu sagen hat. Wegen Tieren an hier draußen. The streets of Kadara are safe again. You did good, Ryder. Don't worry. I'll let all the important people know who to thank. Na, flirte ich mit ihm? Hm. Ja. We make a good team. Careful. I'll start thinking you like me. Hm, süß. Would that be so bad? Depends. Don't be a stranger, Pathfinder. Hm. Okay. 66% erst die Lebensfähigkeit hier auf Kadara. Das ist natürlich nicht so richtig viel. Draußen hört sich es immer noch nach Viechern an. Ja, ja, da sitzt er und bewacht unser Auto. Ach, guck mal, Iridium. Wollen wir uns mit dem Vieh anlegen eigentlich nicht, ne? So, dann schauen wir mal auf die Karte. Wohin wollen wir als nächstes? Hier, das Ding ist noch weiß. Das ist noch gar nicht fertig angeblich. Also, dort haben wir eine Kiste, um die wir uns noch kümmern wollen. Ach, hier hinten, den Punkt brauchen wir noch, bevor wir die Siedlung bauen können. Ja, da fahren wir hier zur Kiste. Und dann würde ich sagen, springen wir einfach hier hin. Ach, das ist da unser Startpunkt. Ja, dann springen wir vielleicht doch nicht, sondern fahren einfach die Straße lang und gucken mal, was uns unterwegs noch begegnet. Aber erst... diese wunderbare Kiste. In der Hoffnung, dass da was drin ist. Let's do this. Mal gucken. Ja, packen wir es an. Wo müssen wir denn hin? Also ein bisschen nach links. Hier können wir uns einmal reparieren und auftanken und so.
Das Ding da hatten wir schon einmal ausgeräumt, da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, was ist das? Okay. Gucken wir hin. Oh! Ich glaube, die beschießen uns. Ups, das war falsch. Na, irgendwie köpft der gerade den Kopf nicht. Warum nicht? Keine Ahnung. Da ist der Kopf. Ein bisschen höher ziehen. Es war gerade ein Kraftnutzer, ne? Ich muss ja bei den Scharfschützen hinziehen, das ist ja ein Kopftreffer. Ah, noch ein Stück, oder? Alles klar. Whoa, heads up! Ups, Hydra. Irgendwas schießt da gerade zurück. Ach, da unten. Und ein Stufenaufstieg. Na, herrlich. Wie viel Schuss muss ich jetzt in die Hydra reinpumpen? Eine Menge scheinbar. So, machen wir mal Bonusschaden hier. Hopp, haben wir erwischt. Yep. Okay, das dürfte das Lager gewesen sein. Ja, sieht alles ziemlich safe aus hier. Dann werden wir mal ein bisschen plündern. Dämpfungsspuren. Na toll. Die haben wir uns aber auch richtig verdient jetzt. So, gibt es hier oben auf dem Turm irgendwas? Nope, nichts. Hier gibt es ein Datenpad. Und ein paar Überreste. Schauen wir mal. Persönliches Log von Davin. Neuer Eintrag, Roboterdinger beseitigt, arbeiten jetzt am Bergungsgut, aber das Metall ist schwer zu knacken. Müssen schnell sein, bevor das Kollektiv oder die Verbanden auftauchen und die Früchte unserer harten Arbeit ernten.
Was hat denn hier gedingst und wo ist es? Keine Ahnung, ich sehe hier gar keine Früchte irgendwelcher Arbeit. Egal ob hart oder nicht. Schade. So, auf jeden Fall müssen wir weiter dort hoch. Und ich hatte gehofft, hier gäbe es was Spannendes. So, wo müssen wir hin? Wir müssen den blauen Strahl eigentlich schon sehen können. Müssen wir hier hoch auf diesen Felstisch? Wahrscheinlich schon, ne? Oder wir gehen einfach hier hin. Perhaps Reyes has another job for you. Ja, vielleicht. Bei dem gehen wir auf jeden Fall nochmal vorbei. So, was mich aber interessieren würde, kommt man da rauf oder nicht? Aber das ist zu hoch, ne? Selbst wenn ich hier vom Nomad aus abspringe, ja, viel zu hoch. Okay, da kommt man nicht hoch. Schade. So, dann wollen wir jetzt einfach dieser Straße hier folgen. Immer schön rechts halten, bis wir wieder an unserem Startpunkt angekommen sind. Wir könnten wahrscheinlich, na, da wird die Karte zu Ende sein. Straße müsste sich dort unten ein paar lang schlängeln. Ja, da sind wir flott unterwegs. Hier um diesen Berg rechts müssen wir halt irgendwie rumkommen. Diese Dinge explodiert. Warum? Aber hier waren wir schon mal bei dem Ding, denke ich, oder? Aussteigen. Wenn hier schon Dinge explodieren, dann will ich mir das auch angucken. Gibt's Minen. Und deswegen sind da auch Dinge explodiert. So, und hier gibt's nicht mal was. Na toll. Ja, das war spannend. Nicht. Looks like those exiles stole tech from the port. We should be careful. Was geht denn hier ab? Wo bin ich hier überhaupt? Falsch abgebogen bin ich. Nee, bin ich nicht. Hier lang und nach rechts. Genau, und hier jetzt um den Berg rum. Sehr schön. Upsi, lenkt zu gut. Doesn't look like an outcast or collective camp. Let's check it out. Lass mal nicht machen.
lass mal einfach weiterfahren. A wind farm. Smart. Must be how they power Kadara Port. Und da oben waren wir da schon? Ich bin gerade gar nicht so sicher. Das sieht interessant aus. Vielleicht fahren wir da einfach mal kurz hoch. Aber ich denke, hier waren wir schon mal. Oh, vielleicht auch nicht. Hi. Assholes took everything but the rotor hub. Trouble with scavengers? Always. Who are you? Someone who can help. Seriously doubt that. Your initiative, right? Too clean to be an exile. I'm a pathfinder. A pathfinder? On Kadara? Holy shit. You said you had a scavenger problem? Right, yeah. Bastards come at night, pick the turbines clean of parts. Expensive and annoying. Sloan doesn't provide security? Too busy with the collective. I'm not asking for guards, I just want our parts back. Klar, holen wir. Any idea where I could find these scavengers? I've started putting trackers on the more valuable parts. Yard drive, generator, they've all been taken to the same nav point. I'll check it out. If the parasites put up a fight, don't feel bad about offing them. Okay. Gut. Eine schöne Anlage. Tatsächlich. So, guck mal, wo müssen wir denn dafür hin? Da hoch. Da waren wir zufällig noch nicht. Und hier scheint es aber noch eine Aufgabe zu geben. Holen wir uns beim nächsten Mal ab. Für heute war es das leider schon wieder, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.